Heute stellen wir dir jemanden vor, den du bestimmt noch nicht kennst. Und der unser Leben hier in Madagaskar überraschend bereichert. Isa Nina Ranau. Rakutu Malala Rene. Ja. Fali Mafantat. Ja, guter Besag. Ja. Mis Fadinau we. Ja, mis. Isa Nina Rani. Telefin. Je. Ja. Mis Anako Kur. Telu. 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 Ja. Es gibt drei Kinder. I. Tuki. Tuki. Tain. Tain. Antu. Antu. Ja. Fabi Antu. Ah, Fabi Antu. Ja, Anakarai. Ah, je, je. Ja. Also es gibt drei Kinder und die Antu haben wir noch nicht kennengelernt, aber seine zwei Söhne, die wohnen auch gerade nebenan. Anak Firi Tona, Bechaka Eto, Antananarivo, wie genau? Ebani Bechaka. Je. Jela. Je. Entatananarivo. Je. Ja. Teresa. Telo Ambiful. Telo Ambiful Tona. Ah, je. Ja. Ah, 30 Jahre lang lebt der Rakuto schon hier in Antananarivo. Ela, Ela. Tina Uwe, Miasa Ito, Anai. Ja, Mafnata, ja, Miara Miasa Amnaru, Vati, Stefana, Madamnela. Ja. Sara Uwe, Mafnat. Je, wie Deutscher. Ja. Je. Tiku Kua, Miasa, genau. Sa, Timetamku, ni Peta Petaka. Ah, Mila, Miasa, Vatana. Ja. Als wir hier im Juni eingezogen sind und der Garten, der lag hier noch komplett brach, da war dann aber schon klar, als wir den Mietvertrag unterschrieben haben, wir werden einen Rakutu bei uns haben. Zuerst einmal mussten wir uns schon Gedanken darüber machen, denn es war nicht in unserer Planung, viele Madagassen quasi für uns arbeiten zu lassen. Wir sind ja hierher gekommen, um den Menschen zu dienen und nicht als reiche Ausländer hier viele Angestellte zu haben, die uns das Leben erleichtern. Genau, aber... Dann hat man uns sehr schnell gesagt, ihr braucht unbedingt einen Wächter. Also einerseits mussten wir ihn nehmen, weil es mit dem Mietvertrag Bestandteil war. Aber auf der anderen Seite haben die Madagassen auch gesagt, die hier schon länger leben, also auch die Missionare, als Weise braucht ihr hier unbedingt einen Wächter aus Sicherheitsgründen. Genau, und somit haben wir gesagt, okay, dann machen wir das. Es lässt sich quasi nicht vermeiden. Wir nehmen es an und sind mal gespannt, was uns erwartet. Komisch war es dann schon ein bisschen, weil du hast ja direkt neben dir jemanden leben, beziehungsweise den ganzen Tag lang arbeiten, den du vorher gar nicht kennst. Ja, ist irgendwie erstmal ein komisches Gefühl für uns. Das haben wir zu Hause ja überhaupt nicht gehabt. Aber da war es halt auch wichtig, dass wir uns auf die Kultur einlassen und einfach offen drauf zugehen. Ja, und jetzt ist der Rakutu ganz schon länger beschäftigt, ja, seit wir hier wohnen. Und da ist uns aufgefallen, er langweilt sich vielleicht auch ein bisschen, wenn es gab noch nicht so viel zu tun. Wir hatten hier unsere grüne Wiese, die inzwischen grün ist, der da jeden Tag gegossen. Und ansonsten hat er uns das Tor aufgemacht und wieder zugemacht. Aber ich weiß nicht, wenn du dir so selber dich mal da reinversetzt, ob dir das Leben so viel Spaß machen würde, wenn es irgendwie nichts zu tun gibt. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir müssen uns ein paar Aufgaben ausdenken. Und welche Projekte wir dann in den letzten Wochen angegangen sind, das zeigen wir dir jetzt. Da wird schön satt eingeladen. 8 Säcke habe ich bestellt, damit wir weiterbauen können, der Rakutu und ich. Was macht ihr da? Wir hatten einen coolen Sand im Sandkasten. Damit ist schneller Sand hier. Boah, ist das viel Sand, hä? Oh ja. Wir arbeiten. Ihr fleißigen Arbeiter. Es geht auch schwer, rüber zu tragen und in den Sieb reinzutragen. Ist nicht so einfach? Ja, weil es ist auch schon recht schwer. Ja, ihr macht einen super Job. Ich schau mir mal den Sandkasten unten an, wie weit er schon ist. Das ist mega geworden. Mega guter Arbeiter. Wir haben so einen ähnlichen Sandkasten bei Freunden gesehen und haben dem Rakutu ein Bild ausgedruckt und haben gesagt, wie wir es denn gern hätten und ob er das bauen kann. Und er nimmt die Schaufel in die Hand und gräbt ein riesengroßes Loch. Wunderbar, genau nach unseren Vorstellungen, und letztendlich ist es halt auch sehr, sehr gut gelungen.
Nachdem dann die Umrandung fertig war, sind wir zusammen losgezogen und haben insgesamt 40 Säcke Sand geholt. Da gibt es in der Nähe einen Fluss und da wird der Sand rausgeschaufelt und das wusste der Rakuto genau. Dann haben wir den Preis zusammen verhandelt und sind wieder erfolgreich nach Hause gekehrt. Und hier ist eine kleine Besonderheit. Hier kann man natürlich in den 4 Schüsseln mit Wasser und Sand rumpanschen, weil wir 4 Kids haben eben, haben wir uns gedacht, machen wir 4 Stück. Und da drin kannst du schön alle Sachen verstauen, gerade am Abend, wenn dann alle aufräumen müssen. Sieht man hier nichts mehr von den Spielsachen und die sind hier gut untergebracht. Und noch ein paar Jahre später wächst hier dem Jaro sein Mangobaum. Der wird jetzt immer größer, der hat schon Blüten bekommen. Der ist bestimmt um die Hälfte gewachsen, seitdem wir ihn hier haben. Und der wird uns dann schön Schatten spenden. Ja, willkommen zurück von der Schule und vom Kindergarten. Schaut mal, woran ich am Bauen bin. Oh mein Gott, du, die Klettergerüst. Richtig, das ist gleich erkannt, ein Klettergerüst. Und ich bohre gerade hier diese Löcher, die du da alle siehst. Und das Problem ist, der Bohrer ist ein bisschen kleiner, als die Löcher sein sollten, als die Stangen. Und jetzt muss ich die alle nochmal vergrößern. Das ist eine ganz schöne Arbeit, meine Hände sind schon ganz rot davon. Aber ich glaube, wenn der Rakuto dann kommt später am Abend, dann können wir es zusammen vielleicht schon mal hinstellen. Also das Grundgerüst. Aber ich helfe dir. Wir sind nämlich jetzt die Kugelfans. Okay, du hilfst mir? Ja. Dankeschön. Unser Klettergerüst ist noch nicht ganz fertig. Es fehlt noch ein bisschen was, aber wir zeigen es trotzdem schon mal. Hat auch der Rakuto. Ah, na, da habe ich sogar ein bisschen mehr gemacht wie der Rakuto, aber ohne seine Hilfe hätte ich es auch nicht geschafft, eben hier zusammen aufzubauen. Das ist richtig gut geworden. Wir streichen das dann noch zusammen an und es werden noch Klettergriffe befestigt für die Wand hier drüben. Aber cool ist es, weil die Kinder können hier eben dran rumturnen, sich rüberhangeln, am Seil klettern. Dann kommen noch Schaukeln dazu. Die habe ich versucht zu kaufen, gibt es aber nicht. Das heißt, ich muss die auch irgendwie selber anfertigen. Und dann haben wir hier eigentlich einen richtig schönen Spielplatz, würde ich sagen. Hier siehst du Rakuto schon bei seinem nächsten Auftrag. Und ich würde sogar sagen, dass dieses sein Spezialgebiet ist, Zementieren. Das macht er nämlich sehr, sehr gut. Also ich bin absoluter Laie, ich habe keine Ahnung davon, aber ich sehe, das Endergebnis ist immer absolut akkurat, absolut sauber und also das ist wirklich ein Meisterwerk, jedes Mal. Ich bin begeistert. Wir brauchen einiges an Bricksteinen, um weiterbauen zu können und der Rakuto hilft hier fleißigst mit. Es entbrennt hier fast ein Wettstreit, wer kann mehr Steine tragen. Und kurze Zeit später, man sieht es vielleicht, hier entsteht eine kleine Schule. Denn hier werden Sitze hinkommen und da nochmal was zum Draufstellen. Gerade für die Salome, die ist ja noch ein bisschen klein und dann kannst du dich hier draufstellen und an der Tafel malen. Das hier ist unsere kleine Schule, die finde ich besonders genial, denn unsere Kinder lieben es einfach zu malen. Und hier haben wir auch eine Ablage, das heißt, wir können, wenn die Flanelltafel endlich fertig ausgeschnitten ist, können wir auch die Flanelltafel benutzen und hier alle Bibelgeschichten erzählen.
Und zwar nicht nur unseren Kindern, sondern auch den ganzen Nachbarskindern, die hier schon vor unserer Mauer rumlungern, weil die gerne etwas mit uns unternehmen möchten. Und hier bespricht sich die Nela mit dem Rakutu für das nächste Projekt. Was wird hier wohl entstehen? Dreimal darfst du raten und es in die Kommentare schreiben. Ich gebe dir einen Tipp, es ist was, was die Nela gestaltet und nicht ich. In den letzten Wochen ist mir eins besonders deutlich geworden in der Zusammenarbeit mit dem Rakutu. Und zwar heißt es ja, der Nächste, der einem so an die Seite gestellt wird, mit dem man vielleicht zusammenarbeitet oder lebt, um den soll man sich gut kümmern. Und wir sind hier nach Madagaskar gekommen und haben auch so auf die Nächsten mit Ausschau gehalten und dann guckst du auf die eigene Familie, auf die Freunde. Aber der Rakutu ist mir gar nicht so richtig in den Sinn gekommen, bis ich dann festgestellt habe, wer ist eigentlich mein Nächster? Der Mann, der, wie alt ist er, knapp 60, ja, den wir vorher gar nicht kannten, kann unmöglich mein Nächster sein. Ich habe mit dem doch überhaupt gar keine wirklichen Berührungspunkte. Und dann stelle ich fest, je mehr man so zusammenarbeitet, je mehr man auch Madagassisch lernt und zusammen spricht, desto mehr versteht man sich. Und ich denke, Gott hat ihn uns bewusst zur Seite gestellt, damit wir eben für ihn, ihm dienen und er uns. Also, dass er uns dient, haben wir, glaube ich, jetzt in dem Video auch schön anschaulich zeigen können. Aber wir dienen ihm auch, indem wir anständig mit ihm umgehen, indem wir ihn versorgen. Also er kriegt für den Madagassen ein ordentliches Gehalt, mit dem er eben leben kann, mit dem er auch seine Kinder versorgen kann, seine Frau. Wir zahlen pünktlich und so weiter. Und das sind Sachen, gerade auch, dass wir ihn als Weise gut behandeln, von denen er natürlich profitiert und was in Madagaskar keine Selbstverständlichkeit ist. Und zum Abschluss zeigen wir dir jetzt mal, wie unsere Kinder eigentlich den neuen Garten finden.